Kurz, knackig, 8 von 10. Das waren Simons Worte zu Resident Evil 3, wie er mir eben gerade verraten hat. Ja, was er jetzt zu Modern Warfare 2 sagt, das erfahrt ihr hier bei Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster im Durchzocken mit ein bisschen Simon und vor allem mit mir. Viel Spaß. Ich kam hierher und wollte eigentlich nur eine Festplatte. Und dann sah ich hier schon, wie alles vorbereitet war und dachte, oh, ich wäre so gern dabei. Und dann kommst du auch noch und sagst, komm. Ja, ich muss auch sagen, ich habe das, also liebe Leute da draußen auch, herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play von Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster. Ich habe das relativ spontan erfahren. Du hast es, glaube ich, mir gesagt, da redet man über dich. Ja, im Slack. Man redet über dich in irgendwelchen Kanälen, in denen ich nicht vorhanden bin. Schröckert hat seine Leute überall. Ja. Und dann habe ich, Wirt angeschrieben und gemeint, ey, sag mal, soll ich irgendwie Call of Duty spielen? Er so, ja, hier Remaster, bla bla bla, ich organisiere gerade einen Code und was weiß ich. Und ja, hier sitze ich. Und habe tatsächlich auch erst relativ knapp von diesem Remaster erfahren. Am Montag oder so. Wie kann es sein, dass es an uns beiden irgendwie vorbeigegangen ist? Wir haben uns so wirklich damit beschäftigt. Tja. Aber ich hab tatsächlich in meinem Google-Feed oder was weiß ich, in meinem News-Feed, habe ich halt immer irgendwie Call of Duty drin. Ich weiß ja auch nicht, warum. Ich habe irgendwann mal halt Ich weiß, warum. Ich weiß ganz genau, warum. Das ist der Algorithmus hier. Der weiß, was du willst. Und deswegen, und dadurch habe ich das davon erfahren. Und ich so, was? Remaster, MW2? Und ich hatte aber noch in Erinnerung, dass das neue Modern Warfare auch diverse Karten von Modern Warfare 2 auch noch mal remastern will und reinbringen will. Und dann habe ich mich so ein bisschen gewundert, wie jetzt kommt nur die Kampagne und was ist mit den Multiplayer-Leveln? Und ich glaube, jetzt ist es tatsächlich so, dass sie mit dieser mit diesem Neubranding Modern Warfare einfach haben sie hier das Dach und jetzt kommen so die alten Teile nach und nach remastered und die Karten fließen dann oder werden dann halt in den Multiplayer implementiert. In den großen Pot, also mit Warzone und so weiter. Ja, liebe Leute. Und dementsprechend sitzen wir jetzt hier und wollen uns ein bisschen durch Modern Warfare 2 ballern. Wie lange ist es her, dass du das letzte Mal gespielt hast? Wir haben das ja mal für die ganz wenigen, die es nicht wissen, knallhart durchgenommen. Aber wirklich knallhart durchgenommen. Auf, was war das für ein Schwierigkeitsgrad? Todes irgendwas. Der Hardcore halt. Der härteste Hardcore, genau. Und es war echt auch kein Spaß so. Es war wirklich kein Spaß. War irgendwann auch Plackerei. Und wir haben auch die allerletzte Bonusmission nie geschafft mit dem fucking Flugzeug. Die habe ich in meinem ganzen Leben noch nie geschafft. Das ist so deprimierend für mich als Gamer, ne? Irgendwie schon. Irgendwann machen wir die mal. Ja, irgendwann versuchen wir es nochmal. Wir haben es abgegeben. Üben im Kärchen, ja. Naja. So, also. Und jetzt ist es natürlich so, wir haben hier Modern Warfare 2, wir haben natürlich hier diese legendäre Mission, die, ja. Damals für viel Aufregung gesorgt hat. Die Provokation ist auf jeden Fall angekommen. No Russians? No Russians. Ja. Und, naja. Ja, wir machen das, ne? Neues Spiel, oder? Ja. Na, zack. Neue Gemaster-Kampagne des Originals. Alle Charaktere sind frei. 2009, okay. So. Ja, sie ist im Kontext. Okay. Es kann sein, dass manche Spieler einige Spielinhalte in einer Mission als anstößig empfinden. Hätten sie gerne die Möglichkeit, diese Inhalte zu überspringen. Das betrifft ja wirklich jetzt die Mission, die dass das so ein Aufhebens. Also damals verstehe ich das. Aus heutiger Sicht wollen die sich wahrscheinlich einfach nur absichern. Ich denke auch, sie wollen sich absichern, aber es ist ja trotzdem. Ich würde sagen, wir spielen sie. Einfach. Ja, klar. Wir spielen sie und wir können sie ja auf jeden Fall auch kritisch beleuchten. Also wir sehen das ja jetzt in einem historischen Kontext. Insofern ist das völlig in Ordnung. Wenn Sie diese Frage bejahen. Ja, ist ja gut. Also bitte nicht mehr fragen. Nicht mehr fragen. Ist okay. Okay, so. So. Zack. Ey, das ist so lange. Der Frischling, Sir. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Ja. Mein Gott. Da. Zakaev,
Imran Sakaev. Aber diese Blockbusterisierung, ja, die war nicht aufzuhalten. Ist, ja, aber sie waren echt, sie waren vorne mein dran. Blut. Pioniere. An ihren Händen. Man kann es wirklich aber auch, ich verstehe auch, wenn man es nicht mag. Und sich lieber à la Fallout einfach seine eigene Geschichte erzählt. Aber ich finde, beides hat voll die Daseinsberechtigung. Die machen es wirklich richtig gut. Ey, es gibt Superheldenfilme, es gibt Komödien, es gibt Romanzen. Genau. Exakt. Also, warum dann auch nicht sowas haben? Es gibt Michael Bay-Pornos, ja? Also deswegen. Das ist ja auf jeden Fall der Michael Bay-Porno. Ja. Und hier haben wir halt einfach die, das Äquivalent zu einem Michael Bay-Film. Da wird ihm der Arm abgeschossen, oder? War das der Moment? Nee. Das war, glaube ich, das Finale. Wenn er schon so direkt ihn vor sich hat, das ist das auf der Brücke. Okay. 5 Jahre später. Es gibt Michael Bay-Pornos. Krawall-Pornos von Michael Bay, Entschuldigung. Krawall ist auch ein schönes Wort. Ja. Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. In diesem Fall Russland. Wir haben mit den Russen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wir wären das. Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund, das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Ey, also ich stell mir gerade vor so, wie schreibt man jeden diesen Off-Text? Die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Den Besten. Okay, was wolltest du? Ich stelle mir gerade so, wie geht man diesen Off-Text? Und ich frage mich, ob es mittlerweile auch, oder ob schon zu diesem Zeitpunkt so eine Art, weiß ich nicht, Textbook gab, so ein Algorithmus und so eine Software, da tippst du einfach Feind, Ehre, ja. Kameradschaft, Kameradschaft, zum Glänzen, genau. Ja, Flucht und ja. Was weiß ich, so Krieg. Und dann stellt ihr dir so einen Text. So, und dann sagst du noch 2, 3 geflügelte Sprichworte zum Thema, weiß ich nicht, Geschichte, Siege. Ja, ja, auch irgendwas von Einstein, irgendein Ding, das mit dem 3. Weltkrieg oder den vierten. Und dann hast du plötzlich da so deinen Off-Text, fertig. Ja, aber ein bisschen mehr, also viel mehr machen sie ja manchmal auch wirklich nicht in Call of Duty. Da hast du ja auch immer diese Zitate und es war schon immer so ein bisschen cringy, aber auch durchaus manchmal gerade an der Grenze, dass es noch okay ist und Spaß macht und man sich wirklich ergriffen fühlt von der Ansprache. Gesehen? Seine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Das stimmt doch nicht. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Ach so, ich hätte zuerst nur auf der... Zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Erst ducken, dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Angedockt. Mehr ist nicht dabei. Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Mit der Zielvorrichtung kann man auch schnell zwischen Zielen wechseln. Ja, es war 2009. Man benutzt die Zielvorrichtung und wechselt dann raus und wieder rein, um neue Ziele zu erreichen. Er hat doch eben gesagt, ich schicke ihm meinen Besten. Warum erklärt er mir das jetzt? Ja, wer ist denn jetzt der Beste? Genau. Wer er hier also? Ja, wahrscheinlich. Schon eine gute Frage. Was soll ich jetzt machen? Jetzt haben wir mir verbabbelt. Putz! Vielleicht bist du aber der Beste bei Zielveränderungen. Also hier bei auf Ziele. Wie heißen die? Wie heißt das, wo du drauf schießt? So ist es richtig. Man muss seine Ziele schnell und kontrolliert erledigen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Die machen es gerade schon ein bisschen unnötig kompliziert. Durch Holz kannst du durchschießen. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private Allen, nehmen Sie die Splittergranaten vom Tisch. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. So.
Ich würde eigentlich viel lieber das Basketball-Match da hinten sehen. Oh. Gegen das eine Hindernis. Und nochmal. Oh, wie lustig, wenn du jetzt. Ne. Ey, wieso prallt das denn jedes Mal ab? Gut. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Gut. Gut. Für die Hitze, Private Allen. Jetzt gehen wir zur Gruppe. Oh, scheiße. General Shepard will sich. Ein schönes Gut. Oh, Mann. Oh, Mann. Also dann. Ich will sehen, was sie so gelernt haben. Schicken den Besten. Schnitt. Ah, herrlich. Wie unmotiviert diese scheiß Granate dagegen geflogen ist. So, was muss ich machen? Ah, ich muss da hin. Ja, guck mal, Basketball. Komm, guck mal, ja, guck das mal an. Okay, der mit der Kappe. Okay, Macy. Macy versucht zwei zu blocken. Und oh, Keating. Und zwei Punkte. So, Macy hat den Ball. Und wieder auch. Zwei Punkte. Die sind ja richtig gut. Die, sind im, die haben den falschen Job. Und schafft er es ihn? Und wieder. Den war das wahrscheinlich einfach zu aufwendig, da so, ein, so eine Physik zu animieren für den Ball, dass der abprallt. Ja. Der wird jetzt immer durchgehen. Scheiße. Oh. Wird er nicht. Kann man, kann, du kannst nicht auf den Basketball schießen. Ich kann generell nicht schießen. Kann ich jetzt auch laufen? Guck mal. Gab's das zwei? Ja, okay. 2009. Jetzt mal ehrlich. Na, das war schon so ein Feld. Das weiß ich noch, aber ob die jetzt da saßen, nee, oder der mal, auf seinem Handy? Saß der mit so einem Handy wirklich, naja, das da? Würde ich fast, ich könnte mir fast vorstellen, das ist neu. Einfach nur, weil, na, aber 2009, es gab auch da schon Handys. Also, aber das ist eine sehr gute Frage. Kann mal einer aus dem Chat das beantworten, bitte? Ja. Ihr seid doch, ihr wisst doch alles. Holt mal ein YouTube-Video, guckt mal schnell nach, sagt uns mal Bescheid, ob der Typ da auch mit dem Handy sitzt. Das wäre geil. Vielleicht hat er ja so ein altes Telefon. So so ein Funktelefon, so ein Feldtelefon. Folgen Sie der Game. Muss ich hier rein? Ja, ah, ja, okay. Okay. 2009 gab's da noch keine Handys. Hey, Private. Willkommen in der Grube. The Pit. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Okay, Sie haben also Ihre Pistole. Tun Sie mir einen Gefallen. Benutzen Sie die Pistole. Gesehen, wie schnell das ging? Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachladen. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Der beste Schütze kommt in den Primadonna-Trupp. Oh Gott. Wenn das was bin ich wieder unter Druck. Okay, gehen Sie rein. Die Zeit beginnt mit dem ersten Ziel. Muss ich in die andere Richtung? Okay. Okay. Ach so, warte mal. Ich weiß nicht, warum wir nicht erst. Was haben wir hier noch? Die Rangers können eigentlich alles, was die Rangers auch können, egal, oh, MP5. Ich würde die MP5. Und ich nehme auch die MP5. Wann gibt's mal richtig schön. Action für uns und nicht immer dieses Baby. Warum kann ich nicht rennen? Der kleine eisessende Junge. Warum kann ich nicht rennen? Sei doch einfach zufrieden damit, dass es schon so schnell geht. Wie, guck dir's an. Da war noch einer oben, glaube ich. Ups. Oh. Ach, hier sind noch welche. Brauche ich noch nicht. Ah. Na komm. Aber gibt es in der Realität wirklich solche Parcours? Das sehe ich immer nur in Videospielen. Mm. Auch so mit so hochplappenden, pappenden Gesellen? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ganz okay, aber Sie müssen. Wie, ich habe zwei vergessen? Ja, hier und da hast du einen vergessen. Oder gehen Sie wieder rein und wiederholen Sie den Kurs. Nein, das ist völlig in Ordnung. Wir schicken den Besten. Aber wieso habe ich denn zwei vergessen? Ja, weil zum Beispiel einer war in dem ersten Stock von dem Haus. Echt? Ja, als du ins Haus bist, habe ich gesehen, dass oben irgendwas noch war. Soll ich das nochmal machen? Oh, nee, dann mach's halt doch mal. Nee, komm, ich mach's nicht. Nein, im Ernst. Ich verstehe deinen soldatischen Ehrgeiz. Du warst komm, beim ich mach's Bund. Weiter. Hättest Soldat ist empfohlen. Was? Hättest du beim Bund, hättest du gesagt, komm, reicht. Naja, das ist beim Bund ein bisschen anders. Also beim Bund müssen sie, du musst ja gewisse Schussquoten erfüllen. Wo musst du erfüllen? Du hast so ein Heft und dann musst du halt, du musst halt um eine Stufe weiterzukommen. Ja, aber du bist auch gleichzeitig der Typ, der das abheftet für dich selbst. Hättest du dann gesagt, reicht. Naja, manchmal sagen die halt reicht und dann musst du halt auch nicht mehr oder dann sollst du auch nicht mehr, weil die ja noch andere hinter dir warten. Also ich kann dir sagen, das war gut genug. Okay, und was machen wir? Hinter dir warten, die Leute. Schießbuch.
Schießbuch, dankeschön. Schießbuch. Alpha Venom hat es richtig erkannt. Schießbuch, ja, so ein Schießbuch habe ich auch gehabt. Und es war nicht das Beste, es war eigentlich ein relativ durchschnittliches Scheißbuch. Aber ich wollte schon gerne auch hier und da in der einen oder anderen Kategorie grenzen. Was ich echt gut konnte, war MG-Schießen. Mit dem MG kam ich wirklich echt zurecht. G3 war nicht mein Ding. Okay, okay. Pistole war das Allerschlimmste. Du stehst 5 Meter vor dem Ding und du schießt in alle Richtungen, aber du triffst es halt nicht. Ja, ja, das ist so furchtbar. Krass. Mann, das ist. Ey, was soll ich machen? Noch, soll ich Söldner machen oder Soldat machen? Alle wollen Veteran, aber ich würde Söldner machen. Söldner, mach mal Söldner. Ja. Gut. Aber warum kann man denn nicht. Wir rücken ab. Rennen. Oh, Money Shot. Warum fällt der jetzt um? Alle Mann in die Fahrzeuge, wir rücken ab. Ja, jetzt ernsthaft, was ist da passiert? Warum ist was mit dem passiert? Nee, für Veteranenfreunde fehlt der Boxsack. Das muss man einfach sagen. Ja, kein Boxsack. Weil, also wirklich, den Frust, den kann man nicht kanalisieren. Das geht nicht. Wir sind die mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den ein Unterschied. Ein Ding nach dem anderen. Wir werden das nicht aussitzen. Ja, aber das sind alles so Phrasen. Wir können euch keinen Frieden geben. Aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Okay. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Okay. Dies ist eine Zeit für Helden. Eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird wirklich eins nach dem anderen so ein Ding. An die Arbeit. Soldaten-Spruchbuch Band 1. Es ist nicht wichtig, wer die größte Keule hat, sondern wer sie schwingt. Freunde. Das ist wirklich aus dem Spruchbuch, dem offiziellen Behörden-Spruchbuch nach DIN A5. Jetzt schwingen wir mal die Keule. Aufstehen, Private Allen! Die Ranger übernehmen! Oh Mann, wie das aussieht. Ist er nicht auch derjenige, der später so richtig... Der wird sicher noch mal auftauchen, ja. Aber ich wüsste nicht wann. Panzer 2, weiter diesen Raketenwerfer Paroli-Beat. Wenn der Brückenleger getroffen wird, müssen wir schwimmen. Nein! Warlord, also, Warlord! Ja, es ist schon wirklich... Die Engine kann schon verdammt viel. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich nehme an, wie immer, die ganzen Wellen einfach wegballern und die nächste Welle triggern. Wahrscheinlich kommen jetzt Flieger oder so. Ja, ist noch zu lang. Oh, sagen, der jawohl. War ja richtig schön. Links noch 2. Oh, jetzt auf dem Dach. Oh, hier links siehst du Ziele. Ganz links. Da. Oh, die Spieler schießen mit APCs. Eieieiei. Mann. Ich warte aber immer noch auf einen Shooter, wo man theoretisch auch gar nicht schießen kann, weil einfach der Kampfverlauf sich so entwickelt. Ne? Weil im Grunde macht eine Person so einen Unterschied. Warum gerade ist es gerade deine Arbeit, die Story vorantreibt? Ja. Ich weiß es nicht. Naja, du bist halt ein Einzelschicksal, ne? Genau, also, aber warum mal nicht in einem Krieg, der sich entwickelt, einfach nur ein Einzelschicksal spielen? Naja, finde ich interessant. Wie hieß dieses Free-to-Play-Spiel mit so zigtausend Mitspielern? So, das war's? Alle? Nee, aber so ein ich glaube, das war auch ein. Das habe ich mal für Play oder so besprochen. Huh. So ein entweder futuristisches. Da war so richtig viel Alarm viel davon. Und da warst du halt wirklich nicht mehr als eine Ameise. Ja, ach Mann, ich kenne das. Da warst du nicht so der Held oder so. Muss ich hier rein? Oh ne, da muss ich rein. Planet Side, ja. Es gibt auch noch Mac auf der PlayStation, ja, das kenne ich. Aber Mac auf der PlayStation hat ja leider nie so richtig funktioniert. Ja, ne? Ich fand aber auch Planet Side hat für mich nie so richtig funktioniert. Es war zu weit. Ist das nicht etwas eng für das Sonderkommando? Seit wann hat Shepard ein Problem mit Gefahr?
Wollen wir uns mal vorstellen, so vielleicht für ein, zwei Level, das wäre alles ein Porno? Und alles, was wir sehen und hören, übertragen auf... Ich stell's mir eigentlich immer vor. Bei allen Sachen. Wie wäre das als Porno? Nee, also hier diese Fahrt ist jetzt so ein bisschen das Vorspiel. Ein bisschen schmusen und streicheln. Ja, weil solche Pornos gibt's ja gar nicht mehr. Ja, es gibt diese Pornos de facto nicht mehr. Mit irgendwas anderem als oh, das sieht auch schick aus. Und der Unterschied sind, wie viele Kameraperspektiven darauf gerichtet sind. Ey, kann es sein, dass sich auch Porno langsam zu so Multicam-Bild entwickelt, dass man so einfach drei Kameras auf einmal... Na, also da muss ich sagen, Multiple Angles... Wir müssen nicht drüber reden, ich wollte das nur kurz... Multiple Angles gab's schon zu DVD-Zeiten. Nee, ich meine nicht, dass du die gleichzeitig siehst. Dass du vorne und hinten so mal siehst. Ich weiß nicht, ob du das auf jeder auswählen konntest, aber es gab DVDs, da hattest du mehrere Perspektiven. Da konntest du dir zuschalten. Das ist ja alles so. Aufpassen, Leute. Ich habe auch nicht verstanden, warum. Also, wirklich nicht. Und all diese Stief-irgendwas. Oder die ganzen crazy Familien, die alle miteinander. Ja, natürlich. Stiefmutter. Dass es so viele gibt. Stiefschwester. Stiefbruder. Ja. Alle. Und auch in der Arbeit. Überall auf der Arbeit lauert. Das wird man, ne? Ja, du bist nur ein Wort von der, vom Inzest. Und klaut bloß nie was. Und steigt nie in den Van ein, aber das wisst ihr sicher. Ich wette, sie beobachten uns. Heißt nicht, dass wir auf sie schießen dürfen. Natürlich nicht. Darf man schießen? Oh. Alter, du hast dem Original sein Schild gerade. Der wird noch Generationen werden, das Ding als Beweis für die schlechten Amerikaner herhalten. Ja. Da oben. Oh. Alter. Von wo schießt der? Ja, irgendwo. Ich glaube schon da mittig. Ja. Das erkennt man ja wirklich nicht. Man erkennt es leider nicht. Weil es einfach so wackelt. Ob das denn echt auch so ist? Eieieiei. Langsam, die machen uns fertig. Eieieiei, ich sehe keinen. Ach, da. Hast du rangezoomt? Vielleicht einfach mal nicht ranzoomen. Ja, ich zoom nicht ran. Es wackelt. Es ist zu ruckelig. Das hätte man irgendwie ein bisschen... Man könnte die Straße einfach breiter bauen. Aber dann wäre es nicht realistisch. Okay, Ende der Station erreicht. Ja, das war so semi. Wenn ich mich jetzt ist. Oh. Jetzt habe ich ihn als Zweitwaffe. Dann nehme ich doch mal eine AK. Sie bewegen sich oben. Oh, oh. Was haben wir hier noch? Los, los! Was haben wir hier noch? Ist die AK da besser? Im Visier? Warum ist sie denn jetzt weg? Naja, egal. Blendgranate da rein! Zack. Ey, das sieht aber auch echt wirklich so viel besser aus. Ja, es ist flüssig. Also wirklich, es hat ja die... Es hat den Detailgrad, den man ja mittlerweile einfach kennt von den neuen Call of Duty. Oh Mann. Ich weiß ja nicht, was ich besser finde, dass es so flüssig ist oder dass es so schön aussieht. Aber beides zusammen ist auch eine Freude. Also es ist... Es war schon immer... Schon fast ein neues Gefühl, also so ein neues Spielgefühl. Also wenn du halt verstehst, was ich meine. Nicht das Spielgefühl selbst, sondern halt man erlebt hier dieses Spiel nochmal ganz mit einem neuen Gefühl. Ja, es ist, ich glaube in der Erinnerung, dass es deutlich schlechter aussah. So, würde ich mittlerweile sagen, glaube ich schon. Ich würde es mir eigentlich gerne mal angucken. Ich suche mal irgendwie ein Video. Ja. Muss man dann doch echt nochmal abknallen. Okay. Bewegung! Wir müssen Hunter 2-3 zur Hand gehen! Erinnerst du dich, wann du das zum letzten Mal gespielt hast? Modern Warfare 2? Ja. Naja, ich meine, war das nicht, als wir eben dieses Knall durchgenommen hatten? Also vor ein paar Jahren? Nee, das war das erste. Ach ja, stimmt ja. Oh!
Ich hab mal gerade hier, das kann doch nicht sein. Echt, so sieht das aus. Oh, boah. Ja, das von mir. Da kann ja die Regie vielleicht mal kurz draufschalten, wenn sie Interesse hat. Aber es läuft gerade nicht so. Jetzt läuft's. Das sieht schon anders aus. Also das ist schon eine. Guck mal hier, Burger Town. Entschuldigung, es ruckelt gerade. Jetzt geht's wieder. Nein. Das sieht schon echt anders aus. Oh. Renn doch, Mann! Wieso rennt der denn nicht? Dem soll ich folgen. Nein. Deckung. Hier. Friss. Also das ist echt Wahnsinn. Ich möchte kurz mal jetzt, dass man ganz kurz mal auf mein Bild schaltet. Oh, weil ja. Da ist ein perfekter Vergleich zu dem, was... Genau. Das ist jetzt quasi das bei... Ja. Exakt. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Nicht genau dieselbe Stelle, aber es sieht so ähnlich aus. So ein Taco-Laden. Naja. Einer ist in das Klassenzimmer gelaufen. Und das war damals der Shit, ne? Das war der Shit. Schon damals war es perfekt optisch. Also. Und jetzt. Nee, man war da irgendwie. Man dachte, das wär's jetzt. Bist du down? Ja, okay. Gesichert! Hier ist alles dicht. Hunter 2-1, ein Overlord. Hunter 2-1, hier Overlord. Bitte kommen. Und ich habe schon wieder vollkommen vergessen, worum es geht, ne? Also, es ist vollkommen egal, weil du hast jetzt hier nur diese eine Mission vor Augen. Du willst hier nur ans Ende des Levels kommen. Und ob du für die große Sache kämpfst, für welche Sache du kämpfst, für welche Seite du kämpfst, ist es vollkommen egal. Egal, für welche Seite du kämpfst, du musst immer siegreich sein. Ein Mann alleine ist nichts. Zwei Männer sind besser als einer. Im Krieg kommt es nicht darauf an, wer zuerst schießt, sondern wer zuletzt schießt. Ich könnte, also die sind nicht gut, die Sprüche, aber sind sie hier halt auch nicht. Wir könnten uns noch mehr... Wenn ihr welche habt, schreibt sie in den Chat. Warum häng ich hier fest? Nee, guck mal, du hast irgendwie was Tolles bekommen. Ich habe eine Trophäe erhalten. Was war das? Oh, da sagt aber jemand, finde ich, etwas, was ich unterschreiben kann, und zwar Obimaru. Spielmechanisch tut sich bei Shootern schon lange nichts mehr. Das ist mir auch aufgefallen. Gerade, wenn man drüber nachdenkt, was damals Half-Life 2, ich hatte dieses Game Talk mit Valentin und Wirt über Half-Life 2. Und da ist uns aufgefallen, dass sich wirklich bei Spielen haben sich eher zurückentwickelt, so die Shooter an sich. Die haben sich in verschiedene Genres entwickelt, in diese RPG-Shooter, sage ich jetzt einfach mal. À la Fallout oder so. Oder? Kannst du mir folgen? Oder? Ja, ich folge dir. Und halt diese schlauchigen Spiele, die einfach auf Bombast legen. Ne? Und irgendwie aber macht keiner mehr so Dinge wie, ja, jetzt auch in Portal. Einfach, Valve hat das halt irgendwie immer gut gemacht, den Shooter ein bisschen weiterzuentwickeln. Aber vielleicht. Ja, jemand sagt immer, guckt euch Apex Legends an. Okay, das stimmt. Diese ganzen Battle Royale Sachen so, die habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Und natürlich auch Fortnite habe ich außen vor gelassen. Das aber stimmt. Hat sich da jetzt, also reden wir jetzt von dem, vom Gleichen, also auch so, naja, welche Sachen man mit den Tasten zum Beispiel vermittelt oder macht oder keine Ahnung, wie man sich, weil man hat ja schon so gewisse Mechanismen mit, weiß ich nicht, Abhello und so weiter völlig etabliert und in andere Spiele integriert. Ja, ich weiß ja jetzt auch nicht, aber Frage ist, glaube ich, was, also wenn du immer wieder dasselbe machst, Dinge, die du immer schon kennst, irgendwas, irgendwo hinlaufen, Granaten werfen, ballern, ne, vielleicht auch mal in Deckung gehen oder so, und sich das halt nie ändert. Also bei Half-Life hattest du ja wirklich, die haben dir versucht, okay, du hast jetzt ein Fahrzeug, das ist neu, anders, es funktioniert vielleicht nicht so, wie du es erwartest. Ich bin ruhig. Jungs. Ideal für ihren Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis. Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht, dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 141, eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. Nasse Füße? Aber jetzt haben wir wieder Soap. Soap ist inzwischen zum Captain befördert worden. Das war er nämlich im ersten Teil noch nicht. Da ist er. Oh, ach, jetzt kommt das. Toll aus, Mann. Ah, schön. Guckt euch das an. Jetzt musst du erstmal kraxeln mit den beiden Haken. Daran kann ich mich nur erinnern. Die Pause ist vorbei, Roach. Los jetzt. Die gute Zigarre.
Ja, jemand hat hier eine gute Idee, die ich auch schon mal als Filmidee hatte. Und zwar schreibt hier jemand, einfach mal im Ego-Shooter als Waffe spielen, schreibt Jackie Chan. Und da muss ich sagen, ja, das halte ich für eine gute Idee. Du, also die Knarre Waffe, selbst. Die Knarre selbst. Der Träger wird eliminiert, die Waffe überlebt aber. Also dein Träger wird vielleicht erschossen, aber die Waffe bleibt liegen und jemand anders sammelt dich auf, vielleicht sogar ein Feind. Und dann bist du vielleicht auf der anderen Seite. Aber wie machst du dich bemerkbar für diejenigen, die dich aufheben? Das passiert irgendwie automatisch. Ich weiß es auch nicht. Das ist eine gute Frage. Da musst du die Waffen spannend machen. Also okay, die man aufsammelt. Stabil. Mir nach. Dann machen es Leute. Ja, das sieht schon wirklich wunderschön aus. Ja, eine Frage habe ich jetzt, die ich vorhin gehabt habe, hat sich übrigens geklärt durch einen User namens Danny. Ich habe leider den Nachnamen nicht ganz, oder den Rest des Namens nicht mitbekommen. Er meinte, MW2 hat ziemlich viele coole Level und dann kommt Favela. Und was war da nochmal genau? Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was ein Favela war, aber meine Frage war, ich habe mich gefragt, ob MW2 das Level oder das Spiel mit eben der Favela war. Und darauf freue ich mich tatsächlich eigentlich. Weil ich finde das Level. Ah! Was geht denn jetzt? Ich erinnere mich an den Uncharted-Favela-Level, wo man den ganzen armen Leuten ihre Buden kaputt fährt. Das tut mir heute noch leid irgendwie. So, ich mache jetzt das hier. Ach, sag mal. Was mache ich falsch? Daniel Schröger ist offensichtlich Eiskletterer. Ey, ich habe Free Solo jetzt gesehen. Ja. Und der Film hat ja, da hast du ja von vorne bis hinten hast du schwitzige Hände. Das ist ein unfassbarer Film. Ja. Das hat mich total weggeblasen eigentlich. Also wirklich, ich konnte ihn kaum durchstehen. So nervös hat er mich gemacht. Nein, 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 nein! Ah, so ein bisschen wie du jetzt gerade. Aber Mann, du bist halt nicht Free Solo, Mann. Wer tief liegt, dem tun Stürze nicht so weh. Wer tief liegt, dem tun Stürze nicht weh. Aber was habe ich falsch gemacht? Was hat er falsch gemacht? Alles. Muss ich das halten, oder? Ich weiß es wirklich auch nicht. Das ist ein bisschen langweilig. Ja, siehste, Simon, das Spiel weiß, kennt dich genau. Ja. Ist ein bisschen langweilig. Bevor diese Frage in deinem Kopf sich manifestieren soll, wird schon ein neues Ereignis getriggert. Ja, als hätten sie wirklich so Daus wie mich einfach hingesetzt. So, ab wann wird dir langweilig? Hier, er ist schon wieder in der Lawine. Mach mal irgendwas. Du bist so ein Affe, mit so, der ein Dreieck in eine Viereckform stecken muss. Und du wirst halt geguckt, nach wie vielen Sekunden hört er halt auf, weil er merkt, es bringt nichts. Er hat immer noch nicht aufgehört. Er ist gesetzt. Was mache ich jetzt? Wo muss ich hin? Wieder hier hoch? Da. Ja, immer weiter hoch. Jetzt hast du doch gelernt. Jetzt kannst du noch mal. Nee, ich muss hier lang. Folgen in die. Alter, das war ein. Wie geil ist das? Es ist zu lang her. Das sind 11 Jahre. Den ersten Sprung hat noch keiner geschafft. Den ersten Sprung hat noch keiner geschafft. Aber wie springe ich? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Weil wir geredet haben, haben wir nicht aufgepasst. Ja, wir haben nicht aufgepasst. Komm, 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 komm! Wir schicken den Besten. Ja, genau. Jetzt hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Hier, aber hier musst du sprinten, was du doch schon die ganze Zeit willst. Ja, das habe ich auch gemacht. Auf dem Berg sollte man nicht sprinten. Warum sprintet er nicht? Nein, 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 nein! Mann. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich amüsiere mich aber wirklich mit dir. Nicht über dich. Aber ey, Alter, du musst doch hier für Sprinten musst du doch. Ich hab Angst, dass ich jetzt wieder runterfall. Es ist soweit. Den vierten Sprung hat noch niemand geschafft. Komm jetzt! Bitte. Nein, ich will nicht. Außerdem darf ich nicht wegen Corona. Mann. Wir sehen uns auf was soll ich jetzt machen? Ich soll doch rennen, oder? Schröcker, du schaffst es. R2, L2 zusammen. Oh, die Regie ist aber auch so hinterhältig. Ich guck dir das alles, die Regie macht. Doch wieder Druck. Ja, das ist scheiße. Aber ich spring doch und ich sprinte doch. Was soll ich machen?
L3 ist Spinden. Ja, ich weiß, ich drücke es. Ich drücke es. Was? Ich verstehe. Mann, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich muss aufhören. Es tut mir echt leid, Schröder. Ich leide mit dir. Ja, jetzt pass auf, ich krieg's jetzt hin. Ich krieg's hin. Du musst. Ja. Er springt zu früh ab, okay. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Aber er hört auf zu sprinten. Er hört auf zu sprinten, ich seh's. Ich. Ist vielleicht der Controller kaputt? Er sprintet überhaupt nicht, oder? Mach doch mal. Nee. Also. Ich drück den Controller. Ja, ich seh's. Also, ich weiß es auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, es liegt am Controller, weil man sieht ja, dass da eindeutig ein Problem. Vielleicht einfach nochmal richtig feste drücken. Ja, ich drück nochmal. Mann, ja, wir sehen uns auf der anderen Seite. Oder schnell auf Tastatur umsteigen. Ist das nicht PC? Nee, ist PC. Hey, Leute, ich drück das Ding durch. Was soll ich? Ich kann nichts anderes machen. Vielleicht gibt's eine neue. Kannst du schnell mal Button umlegen, Controller irgendwie belegen. Mann, wir sehen uns auf der anderen Seite. Er macht's nicht mehr. Guck mal, er fängt an zu sprinten, dann hört er sofort auf. Ich geh mal rum und such mal einen Controller. Ja, ich versuche einfach mal zu springen. Okay. Ich warte noch ab. Einen warte ich noch. Shit! Ey, sag mal, also es ist, aber es ist. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Ich bemühe mich hier. Ich verstehe auch nicht, warum es nicht klappt. Ich habe das beim ersten Mal nicht irgendwie gedrückt halten. Ja, aber. Mann, okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Mann, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ey. Ich muss die Hacken beide benutzen. So viel ist mir auch schon klar. Danke für den Hinweis. Und eben kann ich beides durch R2 und R gleichzeitig. Aber. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja? Es ist nicht zum Aushalten. Hey Freunde, ich glaube, ich benutze noch mal einen anderen Controller. Das scheint mir jetzt hier echt nicht sinnvoll und man muss jetzt auch nicht irgendwie 15.000 Mal sehen, wie ich hier runterfliege. Es tut mir sehr leid, dass das jetzt hier gerade irgendwie nicht so richtig hinhaut. Aber wir bemühen uns um einen Ersatzcontroller. Ich drücke. Ich komme nicht dahin. Ich komme nicht dahin. Kurz drücken, nicht gedrückt halten. Okay. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Nee. Nein. Egal ob kurz oder nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich probier's jetzt einmal. Großschröck, ja. Es tut mir echt leid. Ich bitte um die Verzögerung zu entschuldigen. Ich bemühe mich mal an den Controller. Wir machen kurz einmal Werbung. Und hoffentlich haben wir es danach schon direkt gelöst. Das, es tut mir leid, ich bitte um euer Verständnis. Das war so nicht geplant, aber das bringt jetzt nichts, wenn ich hier 15.000 Mal Trial and Error mäßig darunter falle und diesen Schrei kann ich jetzt auch schon nicht mehr hören. Bis gleich nach der Werbung. Hallo, da sind wir wieder. Simon und Schrück bei einer locker flockigen, völlig pannenfreien Runde von Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster. Wir haben den Controller gewechselt. Ja. Wir haben den Controller gewechselt.
Und jetzt gucken wir einfach mal, ob es mit einem neuen Controller funktioniert. Spoiler, es geht. Ups! Oh! Siehst du? Schön. Es hat tatsächlich am Controller gelegen. Ich hab's ja wirklich bis zuletzt nicht ganz geglaubt. Ich wollte nur, dass du eine Chance hast, nochmal zu üben. Ja, Mann. Es ist ey, wirklich, ich habe eben gerade ein bisschen an mir selbst gezweifelt. Ja. Nein, ich habe völlig an mir selbst gezweifelt. Ich glaube im Ernst, wir machen die Controller hier auch ganz schön kaputt, weil wir die permanent auch benutzen. Also wir schmieren die ganze Zeit ab mit dem Alkohol. wir hatten bei Resident Evil 3, Spoiler, irgendwann auch Controller-Probleme. Also es ist tatsächlich, die gehen gerade alle kaputt. Ja, dann müssen wir schnell ein paar neue ordern. Ach, guck mal, der Herzschlagsensor, der Gameboy, wie wir ihn früher genannt haben. Der blaue Punkt bin ich. Unbekannte Kontakte erscheinen als weiße Punkte. Okay. Gameboy. Aliens. Aliens-Vibes kommen hoch. Vielleicht war es auch ein Beef-Controller. Das weiß man nämlich auch nie. Ja, vielleicht sollten wir den auch einfach mal irgendwo hinpacken, wo er vielleicht nicht mehr benutzt wird. Ja. Aber so schlimm ist ja ein Button, der nicht geht. Es war ja auch kurzzeitig lustig. Ich weiß nicht, ich leg's mal hier so in die Ecke. Sie übernehmen den da links. Bei drei. Eins, zwei, drei. Schätze, ich muss alles allein machen. Ja, ist ja gut. Hier fahren wir doch noch gleich mit dem Skido. Also mit diesem Schlitten, ne? Das wäre ja auch eine vertane Gelegenheit, hier nicht so ein Dings. Oh ja, schon. Das erinnert mich immer an. Ist es GoldenEye? War halt auch so. Diese Stealth-Mission mit Schnee in den Bergen. Das ist sehr James Bondig. Ja. Ich höre Herzschläge. Sag mal, ich könnte eigentlich gern mal von GoldenEye so eine richtig neue Version haben. Es gibt doch einen Remaster. Ja, aber das ist ja irgendwie nicht so doll, oder? Also ich meine, eins, was wirklich nur die Idee nimmt und es viel geiler macht. Nein. Ach so. Ja. Also du meinst so richtig komplett neu aufpoliert und gemacht. Ja, so. Ja, so ein bisschen wie, da nehme ich jetzt ein bisschen viel vorweg, aber Resident Evil 3 nimmt sehr wenig von dem Original. Es nimmt so die Ideen und auch so ein bisschen den Akt, so die Reihenfolge der Ereignisse, aber da ist jetzt nicht so, als ob du erkennst, das ist geil, das ist ja so wie in Resident Evil 3. Und das finde ich völlig in Ordnung auch. Ist ein guter Ansatz auch. Und für GoldenEye würde ich gerne mal diesen Ansatz haben, mit so einer Optik. Einfach, ich weiß es nicht, ich glaube, damals hatte man einfach noch nicht so viel Erfahrung wie heute. Und ein Remaster ist dann ja nur same. Ein Reimagining, genau. In dem Schneesturm sind sie wie ein Geist. Die Wachen erkennen sie also erst sehr spät. Augen auf den Herzschlagsensor. Viel Glück. Eieiei. So. Ach nee, ich brauche ja den Herzschlagsensor. Scheiße. Ja, stimmt. Höp. Gut gemacht. Du hast deinen ersten Menschen getötet. Siehst du einen? Ich sehe keinen. Du musst eigentlich direkt zulaufen. Ach, der da oben. Das da. Der, ja. Guter Schuss. Von wegen, ich muss alles alleine machen. Der gehört mir. Der da? Außer Sicht bleiben. Einer ist alarmiert.
Spannung, hä? Tension. Ich will auch mal ruhig sein, nicht immer überall reinreden, aber das ist an sich eine schöne Mission. Ich habe Ihre Kommunikation abgehört. Nach Südosten das C4 bei der Tankanlage anbringen. Wenn das in die Hose geht, gehen wir nach Plan B vor. Wenn das in die Hose geht. So über Eventualitäten hier im Einsatz zu sprechen. Da kommt ein Truck. Außer Sichtweite bleiben. Ein was? Schacht? Was? Ein Truck. Ein Außer Truck. Sicht bleiben. Wachen in Alarmbereitschaft. Ja, ein Deckung, sie wurden entdeckt. Okay, oh, das war knapp. Ziel zu linken. Nein, 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 nein. Ziel auf 6 Uhr. Ja, 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 es ist okay. Ich hab's verpeilt. Ich hab's verpeilt. Es ist okay. Ja, einmal dumm. Dem Feind reingerannt. Ich hätte den einen da nicht umbringen sollen. Der in dem Haus stand, weil der andere hat's gesehen. Direkt mal. Welcher muss denn ein anderer sein? Siehst du den zweiten? Rechts sitzen. Ach da. Jetzt gerade kannst du ihm schön den Kopf. Oder so. Der war gut. Wie sieht das an? Hier sind es, das sind doch hier die idealen, sag ich mal, Locations. Um irgendwie. Oh, die Vector, Alter, die habe ich auch früher so gerne mal gespielt im Multiplayer. Hammer. Ideale Bedingungen für? Um irgendwie so ein dope. Weiß nicht, so ein Item. Ich nehme den hier. Oder unterzubringen, weißt du, so hier eine Akte oder sonst irgendwas, so Sammel-Items. Ach ja, klar, den Laptop mit Daten. Genau. Den Geheimnissen der Terroristen. Oder der Russen in dem Fall. Sind wir noch in Russland? Ja, wir sind immer in Russland. Überall. Russland ist überall. Guckst du dir an die Bombe? Geil. Ich hab ohne Scheiß, ich hab keine Ahnung, was wir eigentlich machen. Und was wir irgendwie, warum wir es machen und wem das am Ende was bringt. Aktivität auf der Landebahn. Vier Ziele sind ausgestiegen und sehen sich um. Mehr als 20 Feinde nähern sich zur Deckung. Sie wurden entdeckt. Von wo? Oh! Da, der war einen Meter entfernt von mir. Okay. Mies! Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich wirklich. Achtung, doch, ich habe vage Flashbacks. Nicht die beste Ecke. Vier Ziele sind ausgestiegen und sehen sich um. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Komm, lauf, Faust. Roach, im Nordosten der Landebahn nach der Tankanlage suchen. Sie haben sie gefunden. Butch. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. Okay, wo muss ich jetzt hin? Aha, der Satellit scheint im Hangar vielleicht abwarten, zu sein. Kurz. Wer zuerst da ist, breche auf, Ende. Ja. Ja, danke. Begeben sich zum Satelliten. Gut, dass ich am anderen Ende. Oh oh. Ja, du kannst dir die Map noch mal ein bisschen angucken. Ja, diese schöne, detailreiche Map. Vielleicht gehe ich einfach an der Seite entlang, in der Hoffnung, dass da nicht so viele Leute sind. Ja. Sieht ganz gut aus. Hier ist der Tank. Bleiben wir einfach mal auf Abstand, ne? Man muss ja nicht. Am Rand, genau, da läuft doch nie einer vorbei. Man muss ja nicht immer gleich völlig auf Krawall gehen. Starke Wärmesignaturen am Tower. Könnten BMPs sein. Bereich meiden. Gehen diese ganzen Jets nicht kaputt, wenn die da die ganze Zeit den Elementen ausgesetzt sind? Das kann doch nicht gut sein. Was sagt der jetzt? Wie komme ich jetzt da hin? Mhm.
Naja. Ich darf aber gar nichts sehen. Die wollen es ein bisschen challenging machen. Oh, doch, da kannst du wahrscheinlich runter. Rose, wir treffen uns hinter ja, den Hangars, südwestlich genau, der Landebahn. Die Landschaft genossen, was? Los geht's. Er sagt es. Er weiß Bescheid. Die rote Ratte aus dem Chat sagt, dass es den ganzen Flieger nicht viel ausmacht. Weil es oben ja auch saukalt ist. Ja. Und ich denke auch mal, die werden irgendwie über kurz oder lang bestimmt nochmal dann abgesprayt und gewartet und was weiß ich. Kurz mit so einem Flammenwerfer einfach einmal drüber. Das ACS-Modul, das habe ich vermisst. Das hat das Labor. Das gute alte ACS-Modul. Ohne gehe ich gar nicht mehr aus dem Haus. Gucken wir es uns einmal in voller Pracht an. Wir machen aber nur so einen kleinen Krimskrams da, ne? Wir nehmen das nicht komplett mit. Wir müssen jetzt, glaube ich, wie immer mal irgendeinen Schalter drücken. Ja. Ah, ne, hier. Wir nehmen uns das ACA. Boing. Kontrollpunkt. Roach, ich bin aufgeflogen. Stillverhalten und Feuer einstellen. Ich wette, er sagt gleich, ja, komm, jetzt Feuer frei. Ja, sobald. Sobald sie uns entdecken, ist eh alles vorbei. Soll ich mir das jetzt angucken? Soll ich eine Granate schmeißen? Schnell. Ja, also, ist das Plan B? Alles erschießen? Ah. Jetzt kannst du nämlich noch ballern, nehme ich an. Das ist lustig. Es gibt fast eine identische Szene in Max Payne 3. Okay, komm. Nein. Das ist immer so eine Schießbude. Das ist jedes Call of Duty so eine Schießbude. Als Deckung, was sagt er? Wir nehmen die Mix. Entschuldigung, jetzt habe ich dir schon wieder reingeredet. In die Nö, alles gut. Schießbude hast du gesagt. Finde ich richtig. Nein, nur wichtig ist schon, dass du die Mission verstehst. Du würdest auf jeden Fall besser spielen, wenn ich nicht da wäre. Ah, das ist Quatsch. Ich genieße deine Anwesenheit gerade. Also, mir macht es auch Spaß. Ich hätte es alleine. Ich habe es mir auch runtergeladen. Und hätte es wahrscheinlich nicht so weit gespielt. Obwohl es toll ist natürlich, aber irgendwie macht mehr Bock mit dir und alte Erinnerungen und ja, ein bisschen Quatsch machen und nicht springen können. Also Simon und ich haben auch schon im Vorfeld mal kurz, als ich ihn versucht habe zu überreden, hier vorbeizuschauen. Was ist das hier? Irgendwas Wichtiges. Da steht noch einer. Die Leute, ey, laufen ja auch einmal direkt rein. Hast du das jetzt, was da ist? Hast du das? Ja gut, scheinbar hast du's. Ich gebe Deckung, Rose. Bewegung, Bewegung. Den Dinger musst du doch gleich fahren, oder nicht? Darauf warten wir ja schon die ganze und Zeit. Und jetzt! Ski! Runter! Wuhu! Ich muss irgendwo hinrutschen, ne? Oh ne. Das war sehr kurz. Schade. Das ist nur, damit man nicht mehr hochkommt. Geil, wie sie auch alle zu fünf da stehen. Hammer. Keiner trifft. Kommst du runtergefahren? Oh, das kannst du das nehmen jetzt? Komm, mach die noch alle. Haha, Schneemobil. Da gab es auch bei den Spec Ops Missionen gab es auch eine Schneemobil Herausforderung. Das ist so ghetto. Das ist so heldenhaft. Ey, lenk doch mal. So nicht. Oh, das ist aber auch wirklich schwierig hier mit Knarre zu lenken. Ich gebe einfach Gas. Ui, oh, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Batz. Das definitiv. Wer hat mich da erwischt? Ein Flugzeug oder was? Ein Hubschrauber? Condoleezza Rice, danke für diese aufmunternden Worte. Oh, den hat's auch gut zerlegt. Alter, nicht in die Bäume. Du brauchst einfach Tunnelblick.
Gar nicht ballern und so, einfach nur fahren. Geradeaus fahren. Ab und zu mal, wenn einer wirklich vor einem liegt. Das ist doch hier James Bond Action, die wollen wir haben. Überfahren Sie, 50 Gegner mit Ihrem Fahrzeug. Ah. Gehst du richtig mit, ne? Ja. Ich guck's mir auf dem Monitor an, aber ich könnte es mir eigentlich auf diesem Fernseher angucken, der viel größer und viel klarer ist. Ja, das ist recht, aber beides hat seine Stärken irgendwie. Oh oh. Typische. Ist da ein Helikopter oder irgendwas mit Granaten? Wir springen doch jetzt bestimmt in irgendeine Schlucht. Natürlich. Thelma und Louise mäßig. Take my breath away. Highspeed! Natürlich nicht wie Thelma und Louise. Jetzt geht's auch noch, Alter, bergab mit Schneemobil. Da ist die Schutzplatte. Oh. Hammer. Und dafür gibt's keinen Erfolg, keine Medaille, keinen Preis, nix. Rekordzeit, würde ich sagen. Nein, keine Ahnung. Ja. Man wird da so durchgesaugt. Das hier, ist Selector sagt es. Für mein jugendliches Gehirn war das damals eine geile Show, die das Spiel abliefert. Na, hat er vollkommen recht. Hat er vollkommen recht. Heute muss man da ein bisschen mit der Distanz drauf gucken. Und Basis erledigt. Von Ihnen so. Erwarte ich noch mehr. Ja, es ist halt. Hören wir uns random Sprüche an. Ja. Gestern waren Sie Soldat an der Front, aber heute sind Fronten Geschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt vor nichts zurück. Wirklich vor gar nichts. Nee, also nichts. Es gibt nichts, wo er zurückschreckt vor Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Blut Ihr neuer bester Freund. Oh. Der Preis dafür war hoch, dass Sie neben ihm stehen. Aber agieren Sie trotzdem besonnen. Sie müssen die unschuldigen Zivilisten schützen. Aber weißt du, eine Sache, wofür man für Duty dankbar sein kann, für F. Ja? Oder? Findest du nicht? Für Press F to pay respects und so. Ich meine, das hat sich ja bis heute wirklich gehalten. Das ist ja fast unironisch, wird es ja mittlerweile. Kam das wirklich dadurch? Nein, das war durch einen der Call of Duty-Teile. Oh, guck mal. Jetzt sind wir dort angekommen. Das ist die schon. Krass, das ist das. Raus. Die Kontroverse könnt ihr ohne mich machen. Komm, Simon, jetzt stehen wir das gemeinsam durch. Ach, shit, ich muss aber eigentlich wirklich halten. Aber das sieht tatsächlich auch echt nochmal ganz. Ich muss sagen, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt ich wäre, ne? Ich wäre jetzt halt einfach nicht dazu gemacht. Ich würde jetzt auf die ballern. Kann ich auf die ballern? Nee, ne? Nee, du bist kann ich ja nicht. Also du, genau, es wird dir nicht erlaubt. Kann ich nicht. Ey, ich muss sagen, warum raubt man dem Spieler in diesem Moment wirklich alle Möglichkeiten, die diese Situation hervorrufen? So unangenehm sie ist, du musst doch den Spieler in dem Moment in die unangenehmste Situation und Position bringen, die dir möglich ist, oder? Und ihn dann zu nehmen, die Möglichkeit zu nehmen, irgendwie auch nur, ja, weiß ich nicht, auf die Terroristen zu ballern. Oder keine Ahnung. Ja gut, wie gesagt, du willst damit die ganze Mission kompromittieren. Also du würdest ja halt, ne, würdest halt deine ganze Arbeit vernichten damit. Ich meine, ich weiß noch, wie das damals halt aufgenommen wurde und wir waren alle auch so ein bisschen echt schockiert irgendwie. Man hat gedacht, das war so ein PR-Move. Guck mal, kann ich jetzt auf die Leichen schießen? Ich will es jetzt nicht unbedingt demonstrieren. Ja, kann ich. Also, es ist irgendwie. Das ist von in seiner Breite nicht richtig. Naja, es ist halt eine plumpe Mission. Es ist im Grunde eine Cutscene, die du mitspielst, ja. Wo du einfach mal dabei bist. Aber der gesunde Menschenverstand, der wird mir jetzt sagen, pass auf, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr hier. Was das? Ah, ja, guck siehst mal. Du, das hätte ich ja, gedacht. Aber cool. Okay. Ach, das wusstest du nicht, dass das. Das wusste ich jetzt nicht. Nein, du darfst ja nicht auffliegen. Ja, ich darf nicht auffliegen. Plus, es wurde irgendwie, glaube ich, auch, genau, jemand sagt es auch, irgendwie wurde das, glaube ich, auch zensiert. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ob man am Anfang noch mitschießen musste oder ob man später nicht mehr auf die Zivilisten schießen konnte. Ich weiß nicht genau, was da damals verändert wurde. Es ist halt, ja. Theoretisch müsste doch jetzt hier Makarov ankommen und sagen, hier, Alter, bring den um. Und ich und zwing dich dazu. Genau. Du musst, ja. Und ich weiß nicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es kann, aber ich mach's jetzt auch nicht. Okay, nein, laut Chat war es nie zensiert oder so.
Echt? Soll ich den jetzt umbringen? Nein. Aber warum gehe ich jetzt so wirklich ultra langsam? Ja, weil länger geht der Level nicht, glaube ich. Ah, ist das jetzt die Gräueltaten sollen mir jetzt noch einmal bewusst gemacht werden? Nein, aber die wollen natürlich schon, dass du da nicht durchrennst, sondern dass du den Impact. Oh, siehst du, und das war wahrscheinlich jetzt der Grund. Alter. Ja. Ist halt die Frage, muss man das machen? Nein, muss man nicht. Und ja. Es hat einen Verkaufsaspekt oder einen Verkaufscharakter. Ja, also damals war es, ich meine, das war eine, ich sag mal so, es war vielleicht auch noch eine andere Zeit, wo man vielleicht noch sensibler war, will ich fast sagen, was das anging, weil es gab viele Attentate zu dem Zeitpunkt vielleicht und man 9/11 war noch ein bisschen näher, wobei das ja wenig sowas hatte, aber es gab, glaube ich, im Kontext auch ein oder zweimal sowas Ähnliches in der realen Welt und dann ist man natürlich mega empfindlich und es ist ja auch, es passt in so einen Blockbuster-Titel eigentlich nicht wirklich rein. Ich glaube, das ist es eigentlich, was die Leute genervt hat. Das könnte man machen als Spiel, wenn es irgendwie einem was wirklich näher bringen will. Ja, und ist es nicht auch die Provokation, ja, genau. Die dann irgendwie so forciert wird irgendwie damit? Ja. So, es wirft irgendwie einen Schatten auf das Spiel, den es eigentlich nicht braucht. Weil ehrlich, nach Call of Duty, dem vierten Spiel, da wollte doch jeder wissen, wie Modern Warfare irgendwie weitergeht, oder nicht? Also du brauchst doch nicht diese Provokation, um das Spiel zu verkaufen. Na, sowas, ich vor allen Dingen, also man schadet irgendwie dadurch ein bisschen dem Medium-Spiel. Ja. Weil solche Szenen kannst du halt sehr schwer erklären, sag ich mal, als Gamer. Also man macht sich da immer so ein bisschen nicht mitschuldig, aber man hat da immer so ein komisches Gefühl, wenn man das dann auch alles als Gaming und Kunst und so verteidigt. Aber es gibt ja auch Filme, die über die Stränge schlagen. Die muss man ja auch nicht gut finden, oder? Das stimmt. Das ist irgendwie, Spiele kriegen es dann aber auch oft häufig ab, weil es eben so leicht ist, sich darüber auch aufzuregen. Aber auf die Cops darf ich jetzt wieder schießen? Ich habe lange darauf gewartet. Ah, da kommen Soldaten. Die darf ich jetzt auch schießen. Aber weißt du, guck mal hier, ich wäre jetzt hier, ne? Ich könnte mit einem Schuss, könnte ich alles beenden. Ja, aber du weißt ja nicht, was dann alles passiert, würde ja nicht passieren. Ja. Die Atombomben zum Beispiel. Ja. Oh, schade. Und die war geil. Schade. Die war geil, Atombombe, wie er dann stirbt am Ende. Dass die nicht passiert, ja. Ja, es ist schon. Ach Gott. Gruppe 4, следить за вторым терминалом. Террористы могут пройти через подземный туннель. Ich glaube, dass ein paar Leute damit Probleme haben, liegt auch daran, dass halt bei der Gaming-Welt, es fehlen so ein bisschen die Vergleiche. Man hat eventuell noch diese Foltersequenz von GTA, aber da kann man ja auch mehr oder weniger sich zurückhalten. Aber viel mehr gibt es gar nicht, oder? Bei der Foltersequenz? Postal vielleicht. Ja, Postal, ja, oder halt diese ganzen anderen indizierten Spiele, ne? Aber ich meine, zum Beispiel auch bei der Foltersequenz von GTA, da fand ich das so schade, dass das. Okay, die schießen mich ab, also muss ich sie auch abschießen. Ich wollte jetzt nur mal testen, ob die mich in Ruhe lassen oder ob ich da einfach wieder nur Bystander bin. Oh, es gibt auch eine Folter in Metal Gear Solid. Aber erzähl erst mal weiter. Ich fand das bei. Das war auch so eine verpasste Chance. Das war irgendwie. Hätte man sich da. Aber dass sie danach noch so drüber reden. Genau, ja, aber diese eigentlich hat er schon wieder so seinen Reiz. Dieses drüber reden, das hätte man meiner Ansicht nach. Also, ich fand es schade, dass das so in der Autofahrt geklärt wird. Danach weißt du? Irgendwie in so einem kleineren Kontext, meinst du nur ja, als Gespräch? Das hätte man als Gespräch, weil, um sich halt wirklich vielleicht auch den Spieler mal in dem Moment einfach mal wirklich mit der Tatsache zu konfrontieren. Ja. Und ich glaube, das ist besser, als wenn du irgendwie nicht darauf konzentrieren musst, nochmal irgendwie sicher durch die Stadt zu eiern oder sonst irgendwas. Und du kannst es ja auch wegklicken oder sonst irgendwie. Also, das ist so. Ja, da haben sie von vornherein sichergestellt, dass du es ignorieren kannst. Ich will die Polizisten gar nicht töten. Das war übrigens aber auch eine schöne Map, eine Terminal hier, wenn man das hier noch in Erinnerung hat. Ja, Multiplayer. Ich finde auch das jetzt, die Vorgehensweise der Polizei in dem Fall mit den Schildern ist eigentlich ziemlich spannend, so als im Kampf, meine ich. Habe ich eine Granate? Die haben hier sogar eine Granaten. Ich frage mich, warum hat nicht jeder Soldat ein Schild? Also in einem Krieg. Wahrscheinlich, es gibt Gründe natürlich, aber wäre doch voll praktisch, oder? Wenn jeder ein Schild, siehst du ja, wie schwer es ist, manchmal da dran zu kommen. Simon. Entschuldigung. Nur weil deine Affinität zu Schildern deutlich gestiegen ist, sagt Modern Warfare. Ja, das war. Muss nicht immer alles zwangsläufig sinnvoll sein, was mit Schildern zu tun hat. Da, wo das Schild ist, da kann man nicht sterben. Das ist doch schon mal die Hälfte deines Körpers. Kann man doch nicht, kann keiner was dagegen sagen. Ja. Ist schwer zu tragen. Da heute bei VW haben die auch irgendwelche Sitzanzüge an. Dann hast du halt einen Schildanzug an. Naja.
Aber dass ich jetzt hier so wirklich... Naja. Ich finde halt, diese Mission ist zu wenig dazu ausgelegt, dass es dem Spieler schlecht geht in dem Moment. Dass er sein Handeln hinterfragt und auch das Entertainment hinterfragt, weißt du? Ja, ich bin auch... Weil am Ende bleibt es halt die Ballerbude, weißt du? Das ist es. Wenn es ein Spiel wäre, was sich so wirklich, sag ich mal, hochwertiger mit dem ganzen Thema befasst, könnte man das eben alles rechtfertigen. Aber es in so eine Bumsbude da einzubauen, wo halt irgendwie alles in die Luft fliegt und keiner hinterfragt. Und dann hast du in den Zwischensequenzen diese unglaublich dummen Sätze noch. Also die Phrasen, das passt nun wirklich überhaupt nicht. Ich finde, das ist eigentlich das Schlimmste, so der schlimmste Kontrast. Da müsste einfach noch mal irgendwo eine andere Reflexion stattfinden oder so. Zumindest ein kleiner Anteil. Ich will ja nicht, dass das Spiel jetzt hier plötzlich auf Nietzsche oder sonst irgendwas macht. Aber ja, geil, das Parallel-Zitate von Nietzsche eingeblendet. Das brauch's noch, ja, dann wird's besser. Es ist halt krass, wie sich die Zeiten geändert haben. Und guck mal, ich bin jetzt hier gezwungen... Wird der Aufschrei gering sein. Ich bin jetzt hier gezwungen, all die Bullen umzubringen, die Polizisten, die nur ihren Job machen und die es eigentlich richtig machen, auf deren Seite ich eigentlich stehe. Ja, und die ganzen Terroristen, die machen nichts. Also ich bin jetzt hier die treibende Kraft. So. Das liegt daran, weil das das normale Call of Duty Missionsdesign. Ja, aber ich töte gerade im Namen einer falschen Sache. Ja, okay, aber die Entwickler wollen einfach nur, dass du auch was tust. Ja. Die haben schon gemerkt, dass du dich am Anfang zurückgehalten hast. Ja. Genau, und so sollte es auch weiterhin sein, meiner Ansicht nach. Oder ich muss alles ummähen können, um eben halt nicht aufzufliegen. Aber dann soll es mir dreckig gehen. Mir soll es wirklich dreckig gehen dabei. Ich möchte danach das Spiel eigentlich fast nicht mehr anfassen wollen. Ja, ich müsste danach irgendwie 100 Stunden Therapie von dem Soldaten, der das dann durchmachen musste, hier sozusagen. Guck mal hier, da, ich bin so kurz davor. Bam! Aber gerade du weißt doch, dass der Film dann eben langweilig wäre. Er wäre vorbei. Ja. Korridor gesichert. Feuer einstellen. Weil ich werde ja ihm auch nicht irgendwie jetzt noch vom Gegenteil überzeugen können mit irgendwas. Nur Schivelit jetzt, komm rein. Dieser Angriff war eine klare Botschaft. Ja, vor allem, man überlebt ja auch nicht, fällt mir gerade auf. Nee, Makarov wird doch jetzt, oder? Das war keine Botschaft. Ah. Wie häufig man in Call of Duty erschossen wird. Das ist eine Botschaft. Der Amerikaner dachte, er könnte uns täuschen. Wenn sie die Leiche finden, wird Russland Krieg verlangen. Sind das die Polizisten gerade? Und der Krankenwagen fährt original durch die Polizei durch. Das ist aber wirklich jetzt ganz schön dämlich. Das ist so wie, wir sind ein Blumenladen, sehen Sie nicht, wir haben hier Gertrudes Rosen steht am Van. Wir fahren hier schnell durch zu meinem dringenden Rosennotfall. Aber was sagt mir das jetzt, ne? Ich habe mich jetzt, also ich wurde jetzt geopfert für diese Ja, die haben halt gewusst, dass du ein Doppelagent bist. Genau, aber was sagt mir das jetzt als Spieler? Das wird unschön. Gar nichts. Gar nichts. Sich nicht gelohnt hat, den Terroristen zu vertrauen. Terroristen traut man nicht. Vielleicht das? Ein Zug voraus. Jetzt hat er Tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Folgen Sie der Kugel. Pavela. Alejandro Rojas. Nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zorn einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Er ist unser Ticket zu Makarov. Ja, da gebe ich dir recht. Cat Dog. Beste Multiplayer-Map. Beste Multiplayer-Map. Ja, muss ich auch sagen. Ich hoffe, die kommt im Rahmen von Modern Warfare, kommt die nochmal zurück. Oder beziehungsweise wird geremaked oder aufpoliert. Verstanden. Auf die habe ich echt Bock. Oh, wie schön das aussieht, oder? Gibt's jetzt nicht auch noch irgendwie eine Folterszene? Sie halten schon wieder an. Sekunde. Positive ID. Diese Kerle scheinen nicht froh zu sein, ihn zu sehen. Ghost, wir haben hier ein Problem. Diese ganze Aggression, die hilft doch keinem. Oh, shit. Ja, und jetzt? Er haut ab. Ghost, na los. Ghost, unser Fahrer ist tot. Wir sind zu Fuß. Treffpunkt beim Hotel Rio und in den Weg abschneiden. Verstanden, bin auf dem Weg. Kann ich die abknallen? Ja, aber die Mission ist dann zu Ende. Okay. Also du musst schon aufpassen.
Aber du musst doch auch mit der Konsequenz leben. Vorsichtig, Schuss! Wir brauchen ihn lebendig! Ich finde das... Ich finde die Knarre scheiße. Muss ich echt sagen. Roach! Ziehen Sie auf sein Bein! Oh, hast du ihm wirklich die Wade weggeflext. Ja, siehst du, jetzt kommt das wieder voll da. Das, aber wir hatten gerade erst die No-Russian-Mission. Muss das sein? Ja. Ah, nee, er zieht jetzt das Ding runter, ja, okay. Es wird suggeriert. Ich habe gerade erst gelesen, dass irgendwie, ich weiß nicht, eine überragende Anzahl also dass Folter quasi nicht wirkt. Nee, gar nicht. Dass halt immer, dass halt also ganz viele Studien gemacht wurden und alle irgendwie zu der Meinung sind, dass irgendwie 80% quasi das überhaupt nichts bringt. Das ist eigentlich echt krass. Ich hätte nämlich gedacht, das bringt was. Also ich meine, ich halte es moralisch nicht für gut oder vertretbar auch nur. Schaffen Sie die Zivilisten raus. Aber ich hätte gedacht, es bringt was. Aber nee, es bringt noch nicht mal was. Ja, aber dann ist es doch auch voll Arbeit einfach, nur Arbeit für alle. Da hat keiner was von. Aber ich kenne die Mission, ja, ich erinnere mich. Shit. Da ja, die war schon teilweise, die konnte schon echt ätzend sein. Ja, aber vor allem, weil überall auch die ganzen zivilen Leute rumrennen. Die Multiplayer-Map war so super. Von wo schießt der da? Hast du das gesehen? Nee. Aber komm, ich räuch euch aus, Bots. Boah, schön. Ey, warum habe ich hier oben, so... direkt über dir. Ich kam... Oh, 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 oh. Ist der verletzt? Oh, 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 oh. Ah, ich liebe es. Ich will aber eine andere Knarre mit hier, ein anderes Maschinengewehr. Das ist so blöd mit dem Visier hier. Royce, Lagebericht, over. Überall Milizkämpfer, aber kein Zeichen von Rochard. Over. Verstanden. Weiter suchen und Bescheid geben, wenn sie ihn sehen. Los, Beeilung! Was ist gerade ein Huhn? Oh nein! Und wo schießt er denn? Und den haben wir auf Veteran durchgespielt, auf Hardcore. Das müsst ihr euch immer denken. Scheiße. Okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, würde ich sagen. Wir? Ich. Du, ich lass dich jetzt mal allein. Ich muss nämlich Simon, in 10 Minuten ist eh Feierabend. Echt? Na gut, okay. Ja. Die 10 Minuten nehme ich noch mit. Okay. Was hast du denn für eine Knarre? Eine Pfahl. Oh nee, ey. Och scheiße. Jetzt bin ich aber voll ins Voll. Nee, ich krieg das hin. Vertrau mir. Ich vertrau dir. Los, Beeilung, los! Ich hab's erwischt! Scheiße. Oh Mann. Kurz durchatmen. Nein. Eieiei, gönn dir aber auch keine eine Atempause. Ich brauche eine andere Waffe, gib mir eine andere Waffe. Der hat eine andere Waffe. Zack. So. Wo muss ich hin? Siehst du den Pfeil? Ich sehe gar nichts mehr. Also. Weil da wird was angezeigt, ja. Okay, ja, da lang. Oh. Wie die halt auch von allen Ecken und Enden kommen. Woher wissen die überhaupt, wo du bist? Ja, keine Ahnung. Ich schieß halt, ne?
Ja, aber wir wissen ja selbst nicht mal, wo wir sind. Oh Mann, überall. Hier drin, links. Ja, egal, durch. Ich weiß nicht, ob die... Siehst du meine Weganzeige noch? Ja, hier nach links. Quasi geradeaus nach links. Er ist nach Westen unterwegs, entlang der oberen Elendsviertel-Ebenen. Wir sorgen dafür, dass er nicht zu uns zurückkommt. Schneiden Sie ihm oben den Weg ab. Da steht einer in der Ecke und wartet nur auf mich. Was seine Chance? Was ist los, Alter? Hast du einen Campingstuhl dabei? Oh, der wollte ja schön einen rauchen, plötzlich kamst du. Das tut mir leid. Das tut mir so leid. Na, wieso? Dir muss das nicht leid tun, der will dich töten, Alter. Da! Ich hab hat doch er aber, dir die Kehle rausgerissen. Ich hab doch gedrückt. Wenn sie zu früh drücken, ah, okay. Er scheint. Weil du Empathie gezeigt hast. Ja. Hat er direkt gerochen. Wir sorgen dafür, dass er nicht zu uns zurückkommt. Schneiden Sie ihm oben den Weg an. Ha! Ich stehe immer noch da. Steht doch immer hier. Ja, klar. Kommen die Tönen jetzt? Ah, ja. No. Oh, Mann. Es tut mir leid, Hund. Ich wollte es nicht. Was ist das hier für eine Ruhe? Das ist Feindgebiet, Roach. Die kennen sich genau aus. Achten Sie auf Hinterhalt und gehen Sie vorsichtig vor. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Ja, ja, auf die Dächer achten. Ist okay, ist okay. Und du hast eine Schrotflinte, das ist nicht gut. Roach, wir sind unter starkem Beschuss von der Miliz. Aber ich verfolge Rojas immer noch. Er geht in ein Gebäude. Sehen Sie ihn los? In ein Gebäude? Hast du es nicht gehört, Schreck? Er ist in einem Gebäude. Er ist in einem Gebäude, okay, warte. Ja, ich seh's. Nee, ich glaub, du musst da irgendwann hin. Oh, scheiße. Da war irgendwie oben einer, kann es sein? Der ganze Krieg basiert nur auf Täuschung. Es ist wirklich ein mieses Level, muss man einfach sagen. Auf die Dächer achten, Roach! Wir wurden schon von Raketenwerfern und MGs aufgeschossen. Roach, wir sind unter starkem Beschuss von der Elite. Aber ich verfolge Rojas immer noch. Er geht in ein Gebäude. Sehen Sie ihn gut? Nein, weil ich selbst in einem Gebäude bin. Oh, Mist. Was erzählt ihr mir? Einen schwarzen Sack? Ich krieg das nicht hin. Warum habe ich mir jetzt diesen Zeitdruck auferlegt? Ja, gute Frage eigentlich. Weil du nicht mehr so viel Zeit hier hast. 6 Minuten. Ey, von wo schießt der? Wahrscheinlich auf dem Dach über dir. Ärger dich. Sehe ich den nicht, oder wie? Nein, aber ich finde, man merkt immer, sobald der Level eng wird, wird es ein bisschen oft unfair, wenn es, vertikaler wird, der Level. Weil man da oben ist er, da oben ist sieht. Alter, und wie. Aber den hättest du eigentlich wissen müssen. Nee, aber wie krass der mich eben schon irgendwie kaputt kriegt. So. Nee, der hat sich perfekt im Visier. Multiplayer-Modus wäre das richtig schöne Ownage von ihm. Da fällt mir ein, ich hab mal wieder echt Bock, mal wieder Multiplayer zu spielen. Ich hab immer noch nicht das goldene Schild. Es macht mich echt traurig. Ja? Simon. Ja, ich hab das Schild irgendwann aber auch nicht mehr benutzt, weil man wird immer nur gehatet. Es sind zu viele. Da bist du. Ja, gut, dass ich mich da selbst blende. Er versucht, durch die unteren Gassen umzukehren. Kommt er jetzt da raus? Bleiben Sie dran! Sieht aber sehr gut aus. Vorsicht, bleib mal irgendwo stehen, du triggerst zu viele. Ja, ich weiß. Ich bin zu... Du willst try hard. Ja. Aber du schaffst das, Mann. Du hast noch 4 Minuten. Aber ich verfolge Rojas immer noch. Er geht in ein Gebäude. Sehen Sie ihn los?
Aber das ist so ein Call of Duty Problem meiner Ansicht nach, dass jeder Level gefühlt, sag ich mal, ein Viertel zu lang ist. Ein Viertel? Ja, so die meisten Level haben irgendwie so, okay, jetzt habe ich das alles 100-mal gehabt, jetzt könnte es auch mal aufhören und dann geht's irgendwie immer noch ein Stück zu lang. Ist aber auch nur vielleicht halt mein Eindruck, ich weiß es nicht. Oh, dass der mich aber auch direkt so abfickt da, ey, das ist... Man sieht wegen dem Gewackel auch überhaupt nicht, wo es herkommt. Gut, auf der anderen Seite, ne? Normalerweise wärst du auch schon längst tot. Es fängt schon an, dass du eigentlich halb tot hättest sein müssen, der Level. Irgendwas schreit. Ja, Treffer. Wo ist der? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ey, och Mann. Aber du musst ja auch nur ein bisschen warten und dann kriegst du ja automatisch wieder Energie zurück und. Ich stehe unter starken Beschuss von der Miliz. Ja. Ich glaube, ich kann ihn auf dem Markt nicht erfassen. Ich muss einen anderen Weg finden. Was war das denn jetzt? Mann! Na, aber das war jetzt total bescheuert. Oh, ey, Alter. Also wirklich. Und das haben wir wirklich. Nee. Nee, das nicht. Nee, ja, das andere. Ja, ja, mir ist gerade auch wieder bewusst geworden. Ich verwechsel die beiden immer. Bestätigt. Er klettert auf ein Dach und trägt einen schwarzen Sack. Ach ja. Das war Call of Duty 4, war das, ne? Ja. Aber das kann ich mir nicht vorstellen auf Veteranen. Das hier? Das macht doch jetzt macht doch keinen Spaß. Da bist du ja noch schneller tot. Oder, nee, du hast Veteranen gewählt? Nein. Na, Du hast das darunter. Ich hab Söldner darüber. Eins drunter. Und Veteran ist hier das Heftigste. Oder kommt der Hardcore-Modus hier auch am Ende? Ich glaube, nee, das ist das Heftigste. Ja. Und das hätte ich keinen Bock drauf. Okay, du hast noch 2 Minuten, schreibt. Ja, geil, danke. geil. Ist da noch einer? Guck mal! Weißt du, Schröcker, das ist einfacher die Freiheit als. Ach du, am Ende überlasse ich der Regie. Weißt du, wenn die wollen, dass ich. Ah, du kannst, glaube ich, sicherlich immer weitermachen. Nee, aber ich muss auch langsam nach Hause. Ich habe jetzt schon Kino Plus aufgezeichnet. Ja, hab ich gesehen. Mit Steven. Mit Steven Gätchen. Das war eine Ehre. Der aber tatsächlich jetzt gerne öfter mal vorbeikommen will, weil er sagt. Jetzt kommt er öfter vorbei. Das ja. Ist interessant. Wenigstens, ja, aber super. Ich meine, wenigstens so einer. Naja, gut, man muss halt auch sagen, ne? Es sind halt einige Produktionen jetzt einfach down. Ja, ja, wir haben auch statt Speedrun-Dale jetzt aktuell erstmal nur Randomizer, aber davon auch eine Folge, die noch kommt. Was ist, Entschuldigung, wenn ich fragen muss, Was ist Randomizer? Randomizer ist, ja, so ein bisschen aus dem Speedrun-Dale raus entwachsen. Das ist, stell dir hier vor, dass alle Gegner unterschiedlich quasi randomisiert werden. Und mal ist der Raketenwerfer-Typ oben auf dem Dach, mal ist er unten am Haus. Und alle Waffen sind auch anders, als Beispiel. Das spielen wir zwar in Resident Evil 1, wo alle Türen woanders hinführen. Und dann auch alle Gegner, ja, es ist genau so, wie du es dir vorstellst, ist es auch, wirklich. Kommen die jetzt schon direkt von hinten? Und der ist da, ey, der da oben auf dem Dach, der geht mir aber wirklich echt. Da kommt der aus dem Fenster, der Penner. Und da ist schon wieder oben einer auf dem Steg. Ja, hab's gesehen. Ey, Leute. Ja, komm. Also die Frage ist doch, willst du noch weiterspielen? Und wenn du weiterspielst, wie lange noch? Und nee, jetzt hier, es tut mir leid, ich muss ehrlich sagen. Noch mal weiterspielen? Ja, irgendwann gerne. Ja? Also ich würde gerne die Tage weiterspielen. Also wenn du Bock hast, bist du herzlich dazu eingeladen. Dann können wir 2 Controller holen, dann stöpseln wir die halt jedes Mal um. Ich
kann es leider nicht sagen. Also eigentlich hatte ich diese Woche frei, aber ich habe diese Woche so viele Sachen aufgenommen und so. Also vielleicht kriegen wir es hin, dann bin ich nächste Woche auch dabei, ja. Also diese Woche sowieso nicht mehr, weil ich bin jetzt auch, wir haben jetzt noch Dosenbeats diese Morgen. Ist das morgen dann VOD? Ist ja, das ist aufgezeichnet, ja. Aber 5 Stunden ungefähr. Also, und diesmal haben wir wirklich die volle Chartbreite am Start. Also, sollte eigentlich auf jeden Fall eine gute Tanzveranstaltung werden. Okay. Privat zu Hause. Aber wenn nicht dort, wo sonst? Ey, Schreck, ich habe noch was für dich. So, zum Rausschmeißen habe ich noch was für dich. Und zwar, weißt du doch, dass meine PS4 so laut ist? Ja. Hast du gesehen, wo ich die mittlerweile habe? Ich habe es nämlich geschafft, sie leise zu machen. Nein. Komm, oder willst du, bist du am Ende? Ich hatte das Gefühl, der Fall ist die Abmoderation. Deswegen wollte ich eigentlich noch so einen kleinen Rausschmeißer machen. Gut, dann warte ich noch auf dich. Jetzt habe ich ja schon mal zwei Störquellen. Was ist denn mit deiner PlayStation? Was ja, aber das will ich jetzt nicht hier nebenbei machen. Das mache ich zum Rausschmeißen. Okay. Ich will nur den nächsten Kontrollpunkt erreichen. Ja, ja, du willst einfach noch weiterspielen. Ich verstehe schon. Ist ja auch okay. Ey, von wo schießt der denn? Kurz regenerieren und nochmal hier. Kriegst du noch zwei da. Und jetzt geht mir bloß nicht auf den Sack. Ich bin etwa einen halben Kilometer östlich vom Markt. Ich kann sehen, wie Rojas über die Dächer rechts von mir läuft. Verstanden? Gut. Wir treiben die erste hier aus unseres Hügels. Halten Sie die Augen nach Rojas offen. Er kommt über die Dächer. Wo bin ich? Ich komme mir vor wie Jason Bourne. Und ich habe auch keine Blendgranaten mehr. Das ist ja geil. Und ich habe ja auch keinen Ausweg mehr. Ah, warum bin ich hier reingerannt? Hä? Simon? Sag mir das. Naja, das eine Haus ist doch genauso wie das andere. Stimmt. Und überall sind Feinde. Also du wirst nirgendwo, es gibt den perfekten Weg. Hier würde ich gerne mal einen Speedrun von sehen. Wie das jemand macht, der wirklich genau weiß, wo jeder Einzelne ist. Du bist schon wieder tot! Willst du nicht einfach auf easy oder? Aber ich habe einen Kontrollpunkt erreicht. Teilerfolge. Es sind die kleinen Dinge, über die man sich freuen muss. Erster Transporter gestartet. Ja, genau. So, Leute. Es tut mir leid, ey. Ich spiel's gerne weiter. Wenn ihr Bock drauf habt, spiel's gerne weiter. Aber ich muss nach Hause. Okay. Familie ruft und wir müssen halt so ein bisschen auch uns da einteilen. Und ich hoffe, es ist okay. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ey, ja. Guck dir noch meine PS4 an. Jetzt guck ich deine PS4 an. Da siehst du sie. Da steht die PS4. Da geht die Tür zu. Da wird das Kabel geschickt unter der Couch durchgeführt. Und da ist der Fernseher. Und da zeichne ich ab jetzt immer Neo auf, ohne Störgeräusch wie laufende Jet-PS4s. Okay. Frieden durch Abschiebung. Ja, weil ich wette, bei dem Spiel wird die auch richtig laut. Ohne Scheiß. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. So, kann in diesem Sinne. Empfehlen. Speichern und Ende. Ey, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen relativ entspannten Nachmittag. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Wie gesagt, heute Abend Kino Plus. Morgen Abend Dosenbeats. Ey, und ach, stimmt. Und im Anschluss von Kino Plus gibt's noch den Plauschangriff zu Batman. Teil 3. Der Teil 3 ist es, ne? Das ist der aktuelle, den wir gerade aufgenommen haben. Den wir gerade aufgenommen haben. Den wir gestern aufgenommen haben. Es geht eigentlich, ja, es geht um die Nolan-Filme. Ja, nur um die Nolan. Und aber auch ein bisschen um Star Trek. Ja, es fängt an mit Star Trek, warum auch immer. Ja. Ganz geil. Ey, Jungs und Mädels und, Entschuldigung, Damen und Herren da draußen. Macht's gut. Kommt gut durch die Krise. Die Tage. Und die Tage. Und wir sehen uns. Tschüss.